Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, ich bin gerade etwas überfragt. Irgendwie soll man hier rauskommen, aber ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Magie wirkt nicht, wir dürfen hier nichts nutzen. Gar nichts nutzen in dem Fall. Und in einem Notizbuch sollen wir die Möglichkeit finden oder haben, hier rauszukommen. Generalschlüssel benötigt. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Schlüssel sein soll. Ich werde mal aufhören zu schleichen. Vielleicht habe ich ja Glück und wir finden ihn irgendwo. Corvo benutzte ein Metronom, um mein Timing zu verbessern, als wir mit Schwertern kämpften. Mhm. Wieso sagt sie eigentlich immer Corvo und nicht Papa? Das ist echt ein bisschen blöd gerade. Aber nur ein bisschen blöd. Jeder Mensch hat eigentlich einen Reserveschlüssel. Warum hier nicht? Generalschlüssel. Tja. Das Buch hatten wir schon. Gibt es sonst irgendwie eine Möglichkeit, hier wegzukommen? Voll komisch. Wie viele Klaviere er da hat, ne? Hm. Auch ein kaputtes. Ja. Ich hab da gerade echt keine Ahnung. Ich versuche nochmal. Hä? Aha. Münzen. Okay. Ein Nachttopf, der schon mehr als stinken muss. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich hier rauskommen soll. Hm. Das ist echt mir gerade ein Rätsel. Ich darf nämlich überhaupt keine Magie nutzen. Entschuldigung, falsches Ding. Ich darf hier auch keine Magie nutzen. Ich komme hier gerade nicht raus. Ich hätte gehofft gehabt, dass ich, wenn ich jetzt hier in der Vergangenheit bin, dass ich hier einen Schlüssel finde und hier einfach raus darf, ne? Einfach rausspazieren, das wäre jetzt echt super, aber irgendwie. Irgendwie finde ich gerade den Schlüssel nicht an. Wenn es hier wirklich einen geben sollte. Ich bin schon 20 Mal dran vorbeigelaufen. Ich stehe gerade voll an. Tja. Schön. Sauber. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Da ist bestimmt irgendwo der Schlüssel, ne? Er trägt ihn immer bei sich. Das ist echt gemein. Aha. Aha, ich komme schon mit. Warte. Ah, so geht das. Okay. Hier haben wir einen Hinweis. So geht das, meine Lieben. Entschuldigung. Wie kann ich das jetzt wieder weg? Ach so, so war das. Genau. Stiltons Aufenthaltsort.
Der Herzog und einige der anderen sind im Arbeitszimmer. Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden, wenn Sie mich brauchen. Ich bin hinten im Hof, um den Kopf freizukriegen, bevor ich dazustoße. Falls Sie den aktuellen Code für das Arbeitszimmer benötigen, finden Sie ihn in meinem Notizbuch. Kommen Sie vorbei, Stilton. Okay. Ah, so geht das. Okay. Ich hatte schon Angst gehabt, dass ich den ganzen Bart dafür brauche, bis ich rausfinde, wie wir hier weiterkommen. Ein paar Münzen für uns. Stiltons Haus war ziemlich hübsch. Was dann auch immer passiert ist. Ein leichter Beutel. Was haben wir da? Warum will Stilton eigentlich Leute wie den Herzog und diese Verwalterin beeindrucken? Er ist doch viel besser als sie. Will ich Ärger, wenn ich hier rumspaziere? Sollen wir mal kurz Zeit reißen? Oh, warte, was haben wir da? Nix. Reißen wir mal kurz, oder? Da haben wir was zu essen. Ich schließe den mal. Ich stelle mich mal auf. Oder besser gesagt, ich stehe mal auf. Was haben wir denn hier Schönes? Hier waren wir definitiv noch nicht, ne? Birne, nicht einmal verfault noch. Obwohl ich schon viele, viele Jahre hier liegen müsste. Oder zumindest einige Zeit lang. Ah ja, die ist verfault. Da haben wir was. Achso, Armbrustbolzen. Dann nochmal zurück. Kartoffeln. Eine leere Flasche, okay. Das soll ein Hase sein, ne? Ist das halt ein bisschen groß für einen Hasen? Alter. Mamilein? Spürst du irgendwas? Nur da drüben, ne? Eine Rune. Knochendingens halt. Anweisung für das nächste Abendessen. Cathy, wir werden 5 sein. Aber servier nicht die üblichen Sachen. Du musst den importierten Käse besorgen. Irgendjemand hat... Oi, Colkenny, Höhlenkäse erwähnt und Wein aus Gristol. Den besten, den absolut besten, den du finden kannst. Folge einem der Köche aus dem Haus eines Adeligen, wenn es sein muss. Wir werden den Herzog höchstpersönlich bewirten. Ich will diese kleinen Krebse in Schweinebauch servieren. Die hatte ich letzten Monat in der Galerie und konnte gar nicht genug davon bekommen. Und... Sardinen. Und diese kleinen zweimal gebackenen Törtchen. Und was Süßes. Geld spielt keine Rolle. Wenn du dir nicht sicher bist, besprich es mit mir. Aramis. Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle nervös. Mein Herz mir macht das egal, nicht was mit. Los ist. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Ich bin kein Held. Das ist auch eine gute Idee. Dunkles Brot. Und ich bin müde. Und verstehen Sie doch. Okay, das ist weiter drüben. Ich brauche Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Ich bin auch nur. Ich bin schon fort. Glauben Sie, es gibt dich zweimal? Was Sie auch brauchen, ich hab's nicht. Ich bin schon fort. Entschuldigung, ich hab das Herz draußen. Warum auch immer. So, was haben wir denn da Schönes? Ich probier's einfach mal. So, was haben wir denn da? Die Tür ist blockiert. Was haben wir denn da? Oh, Hund! Ach du Heilige. Vielleicht ist es sogar besser, wenn ich das momentan nicht öffne. ja. Okay. Nichtsdestotrotz ist dort hinten irgendwo. Aha. Achso, ich darf ja nicht, stimmt. Das wäre ein Leben. Küchenschlüssel benötigt.
Habt ihr sowas? Vielleicht muss ich die beiden erdrosseln. Und dann kriege ich diesen Schlüssel. Nichts verloren. Also ich kann es ja dort. Ich rufe. Hilfe! Wache! Hilfe! Okay, komm, hör auf, du blöde Kuh. Ja, das ist wieder so typisch, ne? Der Tee ist zu heiß, das Bad zu kalt, meine Weste zerknittert. Mach's doch selber, wenn es perfekt sein soll. Ja, bitte, eben. Ich hab nichts gesehen. Ah, ich wollte mein Schwert. Warum kann ich das Schwert nicht mehr wegpacken? Entschuldigung, ich wollte nicht wegen dem Schwert und so. Es tut mir leid. So. Ja, toll, dann nimmt das automatisch raus. Was soll man machen? Dann hauen wir halt wieder ab. Es ist, ja. Ich probiere einen neuen Raum. Den nächsten Raum, besser gesagt. Ach so, dann komme ich so nicht durch. Muss ich wieder so machen. Vielleicht jetzt so. Was haben wir da? Ein paar Münzen. Okay. Super. Und das wäre es dann auch schon, oder wie? Da ist auf jeden Fall lang gestiefelt, der Kerl, ne? Ich schau nochmal, was wir da hätten. Aha. Okay. Und zurück. Sehr gut. Klappt ja recht gut, ne? So. Trotzdem, wo bin ich denn jetzt hier? Beziehungsweise, wo ist jetzt diese komische Rune? Ich habe keine Ahnung. Es sind Münzen. Obwohl, das wäre gar nicht mal so schlecht. Aha, das ist ein riesen Tresorgeschichtel. Vielleicht so. Vielleicht jetzt. Komm raus aus deinem Loch. Nein. Finde dich schon. Hat nö. Keine Chance gegen uns. Doch. Vielleicht war das doch nicht so schlau. Jetzt soll ich doch lieber mal hier. Ah, aha, ich sehe schon. Ich kann noch da durchgehen. Okay. Hüp. Okay. Und jetzt? Das lässt sich vielleicht umgehen, wenn ich in die Vergangenheit zurückgehe. Ja, meine ich ja. So, okay, das kann ich nicht nehmen. Das ist nicht schön. Ein Bild. Die kumulativen Ratten und der Weiler. Ein schönes Bild für uns. Tischuhr, okay. Was haben wir da? Kostbare Blutsteinurne. Aha. Die ist ja wirklich kostbar, eigentlich. Ein Tresor. Mal schauen, was drinnen ist. Aha. Pistolenmunition, Heulbolzen. Patronenlagerzapfen. Einige Baren und ein paar Münzen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Das ist ja wirklich nicht schlecht. Was haben wir da? Rühr die Statue nicht an. Fernando, versuch nicht, die Statue selbst zu verschieben. Sie ist schwer und instabil. Wir warten, bis Jamie zurückkommt und machen es dann zusammen. Ich weiß, du hast es gut gemeint, sie in die... Ich weiß, du hast es gut gemeint, sie in den Saal zu stellen, aber Mr. Stilton blickt beim Essen nicht gerne in sein eigenes Gesicht. Außerdem war die Büste ein Geschenk seines Vaters, des verstorbenen Herzogs Theotanis. Traurige Erinnerungen für Mr. Stilton. Auf jeden Fall ist sie jetzt wieder im Tresor, allerdings soll sie nur...
allerdings soll sie zur Wand zeigen und das wird noch einmal ein Stück Arbeit. Wenigstens ist er einverstanden, dieses schaurige Gemälde aus dem Speisesaal zu entfernen, das er auf dem Flohmarkt gekauft hat, also stelle es da auch gleich rein. Money! Wieder? Aha. Okay. Und jetzt? War das richtig? Ich habe keine Ahnung. Schaut nicht so schlecht aus, glaube ich. So, das heißt, wir müssen hier weiter. Warte mal kurz, ich speichere mal. Das ist doch glatt einmal speicherungswürdig. So. Okidoki. So. Wo sind wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal schauen. Sind hier Bösewichte? Na, schaut nicht so aus. Noch nicht zumindest. Dann reisen wir doch mal zurück, oder? Das ist echt voll genial. Also, mir gefällt's. Keine Ahnung, was ihr dazu sagt. Was habe ich an diesem Abend in Dunwall getan? Oder was tue ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Meine gute. Wah, pscht, jetzt sei laut. Was haben wir denn da? Ist das ein Schlüsselchen? Na, Schraubenzieher. Jetzt hat es gerade so komisch ausgeschaut von diesem Blickwinkel da. Kupferdraht nehmen wir auch gerne mit. Kabelwerkzeug haben wir auch seit längerem wieder mal eins bekommen. Du kannst nicht mehr davon tragen. Gut, wir hätten eins bekommen. Da haben wir wieder ein Buch. Sindarius Geschenk. Eine Studie von Emora Clipsworth. Witch. So, Clip Switch. Haben wir das schon? Ja. Eine Notiz. Brief an Luca Pastor. Lucia Pastor, Entschuldigung. Jamie, könntest du diese Mitteilung bitte zusammen mit einem Maskenprototyp an Lucia Pastor vom Bergbaufamilienkomitee schicken? Aber säubere ihn bitte vorher erst noch ein wenig. Danke. Lucia, haben Sie meinen Plan für die Masken gelesen? Gesehen, Entschuldigung. Ich habe eine für mich hergestellt und sie mehr als 2 Tage lang in einem unserer tiefsten Bergwerke getragen. Ich freue mich, sagen zu können, dass sie ziemlich vielversprechend ist und die Aufnahme von Stoffen in die Lungen stark verringert. Probieren Sie sie auf jeden Fall aus, da ich sehr gespannt auf Ihre Meinung bin. Ich würde die Masken gerne für alle Bergleute produzieren. Es ist also dringlich. Mit freundlichen Grüßen, A. Still. Okay. Eine Münze. Aha, diese Masken hier, okay. Komm, komm, komm. Aha. Ist hier auch noch eine Notiz? Nein. Mhm. Und was haben wir da noch Schönes? Kann ich das hier? Generalschlüssel. Dieser Generalschlüssel, ne? So, was haben wir hier noch Schönes? Nix. So, wie schauen wir aus? Hä, da ist gar kein Bild. Ziel blockiert, okay. Aha, hier wird was gehen. Ich probier's mal. Aha, okay, da bin ich auf was drauf gestanden, wahrscheinlich deshalb. Blockiert. Warte mal, kann ich da? Okay, nö, das ist dann definitiv mit Zentralschlüssel, denke ich mal. Okay. So.
Hier ist sonst noch irgendwas Wertvolles, Brauchbares, was auch immer. Dem schaut leider nicht so aus. Nö. Dann bleibe ich noch ein bisschen in der Zeit hier. Meine Nase juckt, Entschuldigung. Meine Nase. So. Gut, da hätten wir es dann sozusagen. Dann schauen wir mal wieder hier zurück. Da kommen wir eh nur durch, wenn wir wieder in die Zeit zurückreisen, ne? Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass ich hier was übersehen tue, ne? Das passiert mir ja eh selten. ja. Aber es passiert. Aber ich glaube, das ist Humbug bei mir. Das müsste alles passen. Essen brauchen wir normalerweise nichts. So. So. Jetzt wäre es gut, dann zu schauen, wie kommen wir hier weiter. Ja, ja, such du nur. So. Hier geht es ja auch nirgendwo weiter, ne? Das heißt, da hinten sind wir fertig. Oder zumindest sollten wir fertig sein. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wie bin ich hier reingekommen? Mist. Na, war das überhaupt hier? Ja, schon eigentlich, ne? Das müsste schon da gewesen sein. Mama, Oh, verdammt nochmal! Ich bin wieder weg. So. Ah, wie schön. So, dann hätten wir das hier schon gemacht. Entdeckt werde ich jetzt des Öfteren, das ist eh ganz klar. Das kann eh schon fast nicht anders sein. War man jetzt schon hier? Warte, da ist auch was, ne? Hier steht was. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis der Hampelmann weg ist. Probieren wir es einfach mal. Auf einen fairen Cup. Was haben wir denn da? Beschränkter Zugang zur großen Halle. An alle, die heute Nacht Dienst haben. Mr. Stilton hat mich gebeten, den Zugang zur großen Halle nach dem Eintreffen des Herzogs und seiner Gäste zu beschränken, da sie über eigenes Sicherheitspersonal verfügen. Wenn mich jemand braucht, ich bin im Speisezimmer. Hauptmann Cordero. Kann ich hier rein? Nein. So. Geht. Dieser Generalschlüssel, ne? Bisschen fürchterlich. Warte, ich lasse das lieber mal. Ein Audiograph. Aber das ist nur Musik? Wer treibt sich da herum? Ich muss nochmal wechseln. Entschuldigung, dann war das hier nur Musik. Okay. Dann könnten wir vielleicht unser Glück da oben probieren. Vielleicht. Aha, da geht jemand. Servus. Okay. Was haben wir denn da? Wir sind hier scheinbar alleine. Dann würde ich sagen, wechseln wir doch gleich mal, oder? So. Schön schaut es hier aus. Also sah es aus. Geboren worden. Angeblich war er Bergmann. Ja.
Jawohl, und er wollte bestimmt eigentlich nichts Böses, denke ich mal. Er wollte den Leuten sicherlich nur helfen. Sonderurlaub für Bergleute. Zeitungsartikel, ne? Der Bergwerksbesitzer Aramis Stilton hat seinen Arbeitern einen jährlich am Todestag des verstorbenen großen Herzogs Theotanis Abele stattfindenden Sonderurlaub gewährt. Im Batista Community Saloon wird es im Rahmen der Feierlichkeiten bis Mitternacht kostenlose Getränke und Verpflegung geben. Unterhaltskünstler werden die Anwesenden mit ihren Darbietungen erfreuen. Auch Geschicklichkeitsspiele für jene, die eine Partie Steine werfen oder Ratten fangen, wagen möchten, werden angeboten. Die Bergwerke bleiben am Tag des Sonderurlaubs geschlossen und auch damit verbundene Geschäftstätigkeiten werden eingestellt, um alle die Teilnahme an der Feier zu ermöglichen. Mr. Stilton hofft, dass dieser Tag in Zukunft als Theotanistag bekannt sein wird und dass er von der Erinnerung an den früheren Herzog sowie seine mannigfaltigen Leistungen für unser geliebtes Kanaka geprägt sein wird. Schön. Dann haben wir hier ein Büchlein. Historiker Douglas Harvickles, die Herzogin in Grün. Aha, viel ist über Theotanis Abele und seine Söhne geschrieben worden, aber auf ihre eigene stille Art hat Herzog... Achso, das haben wir schon gehabt. Das hatten wir schon. Das war, das war schon länger her. Aber wir hatten es. Irgendwie ist da... Irgendwie ist da nicht so viel, ne? Ne Sonne? Ich geh einfach mal... Warte. Aha, okay. Ich wechsle jetzt einfach mal. Weil da doch einige Leute sind. So, na nü. Ja, da würde ich gerne durch eigentlich. Aha. Okay, das bringt sie was? Keine Ahnung. Okay. Heute Abend ist der Zutritt zum Zentrum des Hauses verboten, der Bereich um das Arbeitszimmer herum. Was ist am Zentrum des Hauses denn so besonders? Eigentlich nichts, aber der Herzog und sein Gefolge sind heute Abend hier und wollen nicht gestört werden. Der gesamte Teil des Hauses ist von der Garde abgeriegelt. Ich weiß nicht, was ich von Ihrem Ton halten soll. Ich verkehre mit den besten Leuten von Karnaka. Glauben Sie mir, mit dem Herzog und seinem inneren Zirkel wollen Sie nichts zu tun haben. Kaum zu glauben, dass Mr. Stilton Sie toleriert. Alter. Sehr freundlich. Ich würde gerne... So, Ziel blockiert. Jawohl, Zeitwechsel. Gut. Da fällt mir gerade wieder ein, ich wollte eigentlich so eine Dings-Rune holen, ne? Aha, Generalschlüssel. Okay. Da brauchen wir einen Generalschlüssel. Wie schön. So, ich muss mich mal irgendwo kurz verstecken dürfen. Aha, da rennt jemand. Sehr schön. Ich will endlich die Rune und so finden, ne? War ich hier jetzt schon? Ich glaube nicht. Irgendwo muss es doch mal diese... Habe ich gar keine ausgewählt? Da ist eine. Irgendwo. Lol. Im Nebenraum oder was?
Ach, Herr Jemini. Jetzt nochmal zwei Münzen. Einmal Klo. Eine schöne Badewanne. Mit Badesalz vielleicht? Nein. Aber Münzen. Die haben überall Münzen versteckt, ne? Und der Party ist wieder vorbei. Es ist ja Wahnsinn. Ja, die Runensucherei wird hier, wie soll ich sagen, aufwendig. Aufwendig und andererseits, Ziel blockiert. Gibt's hier irgendwas für mich? Schaut nicht so aus, ne? Also ich würde sagen, einerseits aufwendig, andererseits, muss ich jetzt mein Hirn noch mehr ein bisschen anstrengen. Dass ich hier auch die Runen etc., das ganze Graffel und so finden kann und werde. Ja, ich bin gespannt. Da erinnern wir es nicht, das müsste hier raus irgendwo sein, ne? Rune, wo bist du? Die ist auch immer weg, ne? Das schaut aus, als wenn es echt da drinnen wäre. Was wird man heute Abend hier in der Gegenwart ändern? Lol. Das schaut echt aus, als wenn es da wäre. Ist es aber nicht. Das ist irgendwo da, dahinter da. Naja, wir werden das im nächsten Part dann hoffentlich schon finden. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!